Buongiorno a tutti, grüezi, ich bin Biagio Fazzi und komme ursprünglich von Napoli und vertrete unsere Nationalmannschaft von Italien hier in der Schweiz und probiere unsere Kultur euch zu weitergeben. Okay, ich stelle euch eine Pizza vorstellen. In dieser Pizza bin ich Vizeschweizer Meister geworden. Und es ist eine ganz spezielle Pizza. Sie ist mit Zuchabis gemacht von der Region. Und wirklich auch Würst und alles von der Region. Und das ist wirklich sehr gut angekommen. Und ja, probieren wir es nochmal, die Pizza. He? Da tun wir ein bisschen Zwiebeln drauf. So, jetzt haben wir unsere WM-Pizza im Ofen. Also, jetzt sehen wir noch ein bisschen von der WM. 2017 habe ich dort mitgemacht an der WM. Bis in 720 Pizzaiolo gsi im gesamten ganzen WM. Es ist verteilt in 11 verschiedene Kategorien. Von Pizza Classica, Napoli, Akrobatik, Pizza Larga, wer die grösste Pizza macht, oder Geschwindigkeitspizza, oder Pizza im Blech, oder Pizza alla Romana. Wie ich zu Pizza bekommen, ja, das ist sehr interessant zu sagen. Also, es ist eigentlich so, es ist eigentlich fast ein Muss gewesen, denn zumal, wo eigentlich bin ich offiziell im Service gsi. Dann ist uns der Pizzaiolo weggelaufen und ich habe probiert, unseren Pizzaiolo zu ersetzen, denn zumal. Und ich habe etwa 5-6 Pizzaiolo probiert und es hat nie richtig geklappt, weil es musste. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich es selber. Und habe ich einfach Pizza machen und dann eines Tages, lustigerweise durch Facebook, habe ich Herrn Giuseppe Lapolla kennengelernt, vierfachen Weltmeister Pizzaiolo. Und dann habe ich ihn mal angekickt über Facebook, über Messenger und gesagt, hey, ich bin Italiener hier in der Schweiz, kleine Kaffee. Also besser gesagt nicht Kaffee, sondern besser gesagt in einem kleinen Dörfchen. Und ich möchte gerne, eigentlich, dass du mal hier kommst, kann Akrobatik machen. Und dann hat er gesagt, okay, mal sehr gerne, dann haben wir uns lernen kennen. So. Ich bin auf Mailand geholt. Dann hat er das Weekend mit Akrobatik gemacht. Dann haben wir uns eigentlich ein bisschen besser lernen kennen. Dann zumal. Und ja, es ist lustig. Dann ist dort eigentlich fast eine Freundschaft aufgebaut worden. Und dann hat er mir gesagt, hey, Biagio, mal, du machst es gut. Und er findet das toll, wenn ich es mache. Er hat gesagt, dass ich Leidenschaft hingehe, warum mache ich nicht den Kurs? Nein, am Anfang hat er mit meiner Frau diskutiert. Ich habe gesagt, ja, aber weißt du, so, das ist eine teure Sache. Und warum? Ja, und wir brauchen ein anderes Geld. Und sie hat eigentlich auch recht gehabt. Ich muss offen ehrlich sein. Ich habe das 2-3 Mal darüber schlafen. Aber versteckt von mir davon habe ich ja gesagt. Aber ja, ich muss sagen, ich bin heute nicht reuig, weil ich habe sehr viel gelernt. Weil ich habe die Kultur von Pizza von total anderen Seiten lernen können. Pizza ist nicht gleich Pizza, das sage ich jetzt, das sage ich früher und das sage ich heute, das sage ich auch morgen wieder. Man lernt sehr viele Sachen, man lebt Pizza total anders und ja. Kollege Gianluca Tolla heisst er, er kommt von Sardinien und ich habe ihn als Vertreter mit der Pizzeria. Und da präsentiere ich euch meine WM-Pizza. Ein bisschen Parmesan drauf am Schluss. Buon appetito!